Liebe Zuschauer, der Stefan Feld sitzt neben mir und ihr seht, beziehungsweise ihr habt schon gesehen anhand der Überschrift, es geht um Civilution und alle Infos zu Civilution, um perfekt in dieses Spiel reinzukommen, das erzählt euch jetzt gleich der Stefan. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich weiß gar nicht, wie viel Video schon, ich wiederhole mich schon. Stefan Feld, vielen Dank, dass du gekommen bist. Herzlich willkommen hier im Bühl. Und er hat ja auch keine weitere Anfahrt. Und Civilution, ein weiteres Video rund um Civilution. Es gab schon ein Video, es gab schon mehrere, auch mit Deep Print Games, wo es Interviews gab. Es gab schon ein Video, wo er einen Eindruck bekommen hat, wie dieses Spiel funktioniert in groben Zügen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und damit steigen wir auch gleich ein. Vielleicht vorneweg, Stefan Feld, der Autor des Spiels. Gleich mal, bevor hier wird er überrumpelt. Der eine oder andere kennt vielleicht den Stefan nicht. Wir haben schon sehr viele Interviews mit ihm geführt. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da sagt er was über seinen Werdegang, über diverse Spiele. Und deswegen sitzt er jetzt perfekt hier, um uns Civilution ein bisschen näher zu bringen. Ich möchte allerdings noch eins erwähnen. Auch der Viktor Kobilke hat mitgewirkt. Der ein oder andere kennt ihn. Der ist auch sehr stark vernetzt oder nicht vernetzt. Der kann sich viele Mechanismen richtig klar, deutlich veranschaulichen. Deswegen steht er hier dabei. Dennis Luhausen jetzt von der Illustration. Deep Print Games, Pegasus Spiele. Und jetzt schauen wir uns erstmal die einzelnen Angaben und dann tauchen wir ein bisschen ein, das Spiel. Es ist ab 14 Jahre. Das ist dem Komplexitätsgrad geschuldet, nicht der Materialprüfung und anderen Elementen, wo man oft gerne ab 14 Jahre draufschreibt. Hier passt das von der Altersangabe. 90 bis 180 Minuten steht drauf. Meine erste Partie hat knapp 2 Stunden gedauert, zu zweit. Also ich nehme euch gleich mal ein bisschen Luft raus. Das ist die Art und Weise, wie ihr spielt. Wir haben es wirklich jetzt einfach gespielt, in Anführungszeichen wirklich gespielt, um reinzukommen, das Spiel. Und steht hierbei 1 bis 4 Personen. Das heißt, in allen Konstellationen auch spielbar. Solo weiß ich jetzt wenig. Es gibt aber ein Solo-Deck, das ist als Hinweis. Das habe ich hier auf der Seite liegen. Da werden wir wahrscheinlich jetzt so tief drauf einsteigen. Aber Experte, das passt. Ich denke, das war es zu den Angaben. Oder willst du noch irgendwas ergänzen? Ich denke, Spielanzahl, Spielzeit. Ich denke, das passt soweit. Also definitiv ein etwas anspruchsvolleres Spiel. Definitiv. Und da steckt eine ganze Menge drin. Wir haben es an anderer Stelle schon gesagt. Ich würde sogar sagen, es ist ein Spezialistenspiel, ohne jetzt Angst machen zu wollen. Es geht mir darum, einfach zu sagen, passt auf, da ist eine Menge drin. Und ich mache so ein bisschen an der Regelfülle einfach fest. Es sind so viele Dinge, man kann so viele Dinge ausprobieren, dass das einfach nochmal eine Menge ist. Das Spiel als solches ist echt relativ leicht und eingängig. Also die Mechanismen, das, was man tut, ist logisch eingebunden. Und du hast Viktor und Dennis erwähnt, es ist wirklich super klasse mit Symbolik versehen. Das heißt, wenn ich mal das Spiel drauf habe, dann kann ich alles sehen und es ist so klar, dass es einfach in sich überhaupt kein Problem mehr ist, dieses Spiel zu spielen. Und wir haben am Schluss zu viert tatsächlich so 2 Stündchen gespielt und dann war es durch. Dass das beim ersten Mal nicht gelingt mit Erklärung, das ist auch hoffentlich allen klar. Und wenn ich sehr starke Grübler am Kopf am Tisch habe, dann wird es natürlich da wie bei allem Spielen deutlich länger gehen. Aber das kann man einfach wegspielen. Und das wäre auch meine Empfehlung. Und da bewundere ich dich, Jörg, weil du einer von den wenigen bist, die einfach mal drauf losspielen und das Spiel ausprobieren, ohne gleich den letzten Kniff noch erfahren zu haben, sondern einfach mal das Spiel kennenlernen wollen. Und das funktioniert hier wirklich gut und das würde ich auch jedem empfehlen. Und der Verlag hat darauf geachtet, das hat der Viktor tatsächlich gemacht, dass es so Startbedingungen gibt, die einfach auch schon gleich ganz schöne Synergien mit sich bringen, die man vorbereitet. Also nicht denken, oh ja, ich bin ja ein geübter Spieler und jetzt mache ich mal das andere. Man braucht schon ein Gefühl für das Spiel, bevor man dann auch die Anfangsbedingungen ein bisschen anders wählen kann, dass man einfach weiß, auf was es ankommt. Hier gibt es tolle Synergien. Man kriegt dann praktisch einen Satz von Karten. Ich zeige es jetzt einfach in die Kamera, beziehungsweise gleich einen Hinweis. Ich werde ein paar Bilder einblenden, weil ihr seht es jetzt mal von der oberen Einstellung. Da steht direkt in der Anleitung, dass man einen gewissen Platz benötigt. Wenn ihr jetzt die obere Kameraeinstellung seht, dann der Stefan Feld schaut immer, dass es in meine Perspektive platzt.
Platz hat fürs Video. Ihr seht hier die zwei Konsolen, das heißt hier die vom Stefan, hier die von mir. Auf der anderen Seite, wir haben es aufgebaut für drei Personen. Mhm. Und ihr seht hier auch die Leiste und alles Weitere werde ich jetzt einblenden im Verlauf dieser kurzen Einführungserklärung. Mhm. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, es ist ein Zivilisationsspiel, würde ich so bezeichnen. Ja. Ich tue mir das immer schwer. Zivilisation bedeutet ja auch eine Weiterentwicklung gewissermaßen. Vielleicht da noch ein kurzer Blick, bevor man noch jetzt auf die Karten und andere Elemente dann eingeht. Ja, also thematisch, auch das muss ich wirklich Deep Blue Games sehr hoch anrechnen. Die haben das toll eingebunden. Also es ist eigentlich kein Zivilisationsspiel im herkömmlichen Sinne, dass ich also historisch irgendwie die verschiedenen Zivilisationen durchlaufe, die es in der Erdgeschichte gab, sondern es ist so eine fantastische Zivilisation, die man aufbaut und gleichzeitig gibt es eben auch noch Evolutionskomponenten. Man kann also seine Intelligenz, seine Konstitution, Nervenstärke und Ähnliches einfach verbessern und dann seine Zivilisation in eine bestimmte Richtung bringen. Die Idee, die thematische, und das finde ich persönlich auch wirklich sehr gut gelungen, weil jetzt einige sagen, das sieht ja hier aus wie eine Excel-Tabelle und das ist ja, ja super technisch alles, ja. Aber es ist genau auch das Thema und ich finde, das passt eben schön. Also wir sind Geprüfte, die sozusagen eine Prüfung in Zivilisationsdesign ablegen und an unserer Konsole sozusagen steuern, um die Zivilisation, die dort in der Welt entsteht, möglichst gut zu lenken. Und da gibt es eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich baue meine Konsole immer besser aus, verbessere meine Module, mit denen ich die Aktionen steuere, um dann immer effektiver zu arbeiten. Oder ich baue verschiedene Gebäude und dort bringe mir darüber Fortschritte. Dann kann ich aber auch entdecken, ich kann mich ausbreiten, ich kann einen Rohstoffhandel betreiben. Ich kann, wie gesagt, ich kann mich versuchen, sozusagen durch Evolution immer besser zu machen, um dann neue, viel bessere Eigenschaften zu kriegen, um dann hinterher, und das ist jetzt keine Überraschung, die meisten Siegpunkte zu kriegen. Also es ist tatsächlich auch geht wieder um Siegpunkte. Und den Aufbau habe ich schon vorgenommen, den wollen wir jetzt euch nicht einzeln schildern. Auf drei Seiten ist es angegeben. Ich habe ca. 20, 30 Minuten gebraucht. Wir haben es zu zweit jetzt aufgebaut. Da gleich, es ist super erklärt in der Anleitung, wenn ihr einen Caplex-Tisch habt, so viel zum Thema Werbung, dann passt es perfekt. Nein, es wird auch angegeben direkt in der Anleitung, dass ihr eine gewisse Größe braucht für euren Platz. Also das kann ich jetzt nicht an einem kleinen Tisch spielen. Wir haben zwar hier so manche Fragen auch immer von euch, die kann ich auch anders auslegen, wenn ich das jetzt nicht nebendran liegen will. Also das stellt kein Problem dar. Wir haben praktisch drei Spielpläne, wo man agiert. Und ihr seht, ich habe schon alles aufbereitet für drei Personen. Manche Dinge werden abgedeckt. Und du hast gerade angesprochen, und da waren wir beim Punkt. Jeder hat quasi auch seine Startkarten. Es wird für die Anfänger angegeben. Es gibt eine Variante für Fortgeschrittene. Die haben wir natürlich gleich übersprungen. Aber so hat jeder, ich habe jetzt hier die zwei, hat jeder quasi seine Starthand schon vor sich und dann kann man schon quasi beginnen mit dem Spiel. Also ich zeige es hier nochmal auf der Seite. Genau. Genau. Und der Mechanismus, mit dem man steuert, sind eben hier diese Würfel und die Idee dahinter. Am Anfang hat man sozusagen noch die ganze Bandbreite, alle sechs Augenzahlen sind da und die Idee dahinter ist, dass man eben jetzt einfach zwei Würfel kombiniert, um damit eine Aktion auszuführen. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier die 2 und die 4 nehmen. Genau, das blende ich dann ein. Genau, und die nutze ich dann, um hinterher jagen zu gehen, zum Beispiel. So, und die Idee dahinter ist, dass wir sagen, okay, ich sehe die Würfel, die ich habe, und wenn ich jetzt jagen gehe, dann bleiben mir eben nur die anderen Würfel übrig. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel die 1 und die 5 kombinieren und dann kann ich transportieren. Nur als Beispiel. So, und dann sehe ich, okay, hier ist die 3 und 6 noch übrig. Und mit denen mache ich dann wieder was anderes. Das Spannende für mich bei der Entwicklung dieses Mechanismus war eben, dass ich am Anfang, habe ich wie gesagt noch alle Augenzahlen, aber später würfle ich auch, dass ich mit dem, was ich da an Würfelzahlen habe, eben die bestmöglichen Züge mache.
am Anfang sind die ja schon vorgegeben, 1 mhm. bis 6. Das heißt, die liegen schon auf dem Tableau aus. Und dann habe ich, wie gesagt, solche Kombinationsmöglichkeiten, wie ich euch das Bild gerade eingeblendet habe, wo ich jetzt praktisch solche Platzierungen und Fortschritte durchführen muss. Genau. Weil am Anfang ist die Fortschritt auf der 1, das ist mit einem Strich gekennzeichnet. Das hat uns auch am Anfang ein bisschen erschlagen, weil wir gedacht haben, jetzt sind noch Plättchen, die Konsole klappe ich aus. Und wie lege ich jetzt die Plättchen? Das heißt, ihr habt eine Forschung 1, Rückseite 2, habt ihr das raus, dann habt ihr quasi die Forschung 3. Also vieles erklärt sich dann fast von alleine. Ja, und es ist in sich auch wirklich stimmig so. Wenn ich jetzt alle Würfel verbraucht habe, bin wieder dran, dann rutscht eben dieser Zeitmarker eins weiter nach vorne und dann würfle ich und dann nehme ich eben die neuen Würfelzahlen, um die wieder zu verwenden. Jetzt werden natürlich einige schreien, um Gottes Willen, riesen Glücksanteil. Also auch hier habe ich natürlich ein gewisses Zufallselement drin durch das Würfen, das ist ja keine Frage. Und das ist ja bei vielen meiner Spiele so, dass einem das Chaos sozusagen hingeworfen wird und da muss ich das Beste draus machen. Aber, und da haben wir lange, lange dran gearbeitet, da war Viktor auch mit sehr beteiligt, dass wir diese Würfel-Augenzahlen sehr gut auch manipulieren können. Also es muss immer so eine Waagschale sein zwischen, es darf nicht zu schwer sein, sie zu manipulieren, aber es darf auch nicht zu einfach sein, weil sonst könnte man sich das Würfeln ja auch sparen. Also man muss wirklich abwägen und dann kann man zum Beispiel mit Ideenmarkern die Würfelzahl um 1 verändern. Somit kriege ich wieder neue Aktionen hin. Es gibt die Fokusmarker, die kann ich statt eines beliebigen Würfels einsetzen. Somit habe ich die Augenzahl, die ich brauche. Ich kann mich schlafen legen, dann kriege ich entweder neue Ideen, thematisch, oder ich kann mich fokussieren. Aha. Mein Hirn ist wieder frei. Ich kann Planungsmarker setzen, das heißt, ich setze 2 Marker mit einer bestimmten Aktion auf die Zahl 4, dann nutze ich die eben als 4. So, und somit habe ich dann doch sehr gut Zugriff. Und vielleicht so aus dem Nähkästchen, wenn wir immer gespielt haben, auch mit den Leuten von Deep Brain Games, dann sind zum Beispiel Peter Eckert, den kennen sich ja auch einige, und ich immer die Typen, die aus ihren Würfeln immer das Beste machen wollen. Mhm. Das führt aber leider nicht zum Erfolg. Also da gibt es zwar ein paar schöne Punkte, aber gewinnen tut man damit nicht. Viktor und Moritz, ein weiterer Redakteur von Deep Brain Games, die nehmen sich tatsächlich vor, auf Sieg zu spielen und dann manipulieren sie die Würfel so, dass auch wirklich die Aktionen rauskommen, die sie wollen und damit dann das Spiel auch gewinnen. Es wird ja gespielt anhand der Leiste, wo ich das zum ersten Mal gespielt habe. Da haben wir uns wirklich orientiert an der Leiste. Das heißt, wir sind jetzt bei dem Punkt, wir führen das aus, wir führen das aus. Und dann geht man ja immer weiter. Man sieht hier, es ist ein Plättchen abgedeckt. Das heißt, es wird hier immer draufgesetzt, abhängig davon, ob der oder diejenige dann runterschiebt. Das heißt, zu den einzelnen Bereichen dann kommt. Und das erklärt sich wirklich. Und das war wirklich das, wo wir es dann gelernt haben, sehr schnell und sehr klar anhand dieser Struktur. Ja, und es ist wirklich auch gut strukturiert. Und da ist unglaublich viel Gehirnschmalz reingeflossen, um das eingängig zu machen. Also der erste Prototyp, den ich da noch angeboten habe, der hatte viele Elemente noch nicht, andere Elemente aber schon, die wir auch wieder rausgeschmissen haben. Es war aber nicht so klar in der Struktur und dieses Klare, das haben wir dann gemeinsam eben eingebaut und dieses, was wir über diese Symbolik auch gesprochen haben, wirklich, wirklich viel. Und manche Elemente sind wirklich reingekommen, um einfach eine Klarheit zu bringen. Und deswegen dieser Zwiespalt zwischen zwar vielen Regeln, aber trotzdem eigentlich ein relativ einfaches Spiel. Vielleicht kannst du mal spielerisch, was mache ich denn am Anfang, wie gehe ich denn rein in das Spiel? Ich habe ja noch Karten, ich habe am Anfang groß gar nicht auf die Karten gespielt. Vielleicht kann man da gerade mal ein bisschen reinführen, man könnte einen oder anderen Beispielzug machen. Wir haben ja noch die Landschaft, oh mein Gott, da muss ich ja auch noch schauen mit meinem Bereich, wo ich mich weiterentwickle. Wie würdest du jetzt einsteigen in das Spiel, wenn du es jetzt erklärst oder je nachdem? Also geht man dann direkt hier und sagt, jetzt mach doch einfach mal das und das. Dass man einfach ein paar Beispiele sieht und dann kann man vielleicht ein bisschen rein. Also, auch das ist in vielen meiner Spiele ähnlich. Man wird an die Hand genommen und zwar nicht nur spieltechnisch, sondern auch was die Ziele angeht. Und das ist, glaube ich, ganz zentral bei diesem Spiel. Es wird 4 Durchgänge gespielt und wir haben hier sozusagen so, die von Spiel zu Spiel verschieden sind, 4 Wertungsteile. Das heißt,
wir haben jetzt hier in diesem Beispiel, nach Durchgang 1 wird die Verbreitung gewertet. Das heißt, ich möchte mich möglichst viel ausgebreitet haben. Je mehr Länderreihen ich hier besetzt habe, desto mehr Punkte gibt es. Das heißt, in der ersten Runde soll ich mich hier vielleicht ein bisschen konzentrieren, weil hier eine starke Wertung dann stattfindet. Genau. Mhm. Die werden übrigens ganz beliebig angelegt. Also es kommen immer wieder welche dann raus. Das heißt, wir haben jetzt 4 für die einzelnen Bereiche. Die anderen 2 sind hier unten, 2 kommen raus. Also das wäre quasi das erste, okay, dann weiß ich, Epoche 1, ich konzentriere mich hier ein bisschen drauf. Okay? Genau. Das nächste wäre dann, das kann man dann auch schon im Blick haben, also in der zweiten Runde, da habe ich ja dann auch noch mehr Zeit, sozusagen das aufzubauen, ist mein technischen Fortschritt. Das sind hier so Leisten, da gibt es die Technik, das Ansehen, das Wissen, Baukunst und da sollte ich halt nach vorne kommen, um gewisse Fortschritte mir und Dinge freizuschalten. Und was ich vielleicht an der Stelle auch mal sagen darf, jetzt heißt es wieder, das sind wieder irgendwie nur solche Leisten, aber da haben wir jetzt schon auch ein bisschen drüber nachgedacht, weil der technische Fortschritt eben mit diesen Erfindungskarten die passen nicht einmal mehr drauf auf den Tisch, also die blende ich dann ein. Das ist schon Wahnsinn, weil der gibt's für jeden Fortschrittsbereich noch ein eigenes Kartenset dann. Genau, und da haben wir dann auch schon ein bisschen Orientierung. Um eben meinen technischen Fortschritt hier auf dieser Leiste zu bekommen, muss ich eben auch einige Erfindungen machen und da sind eben auch technische drin. Das heißt, wenn ich also das jetzt als Ziel habe, dann kümmere ich mich um Erfindungen. Wenn jetzt, wir sehen es da hinten, wenn es um Ansehen geht, dann muss ich eben in eine andere Richtung gehen. So. Das bietet auf jeden Fall schon mal eine Richtung. Okay, dann habe ich eine Orientierung, da sollte ich mal drauf achten. Ihr spielt über die 4 Runden und achtet praktisch auf die separaten Bedingungen. Okay? Das andere wäre, und es gibt diese Ziele, die naheliegenden, das sind solche kleinen Blättchen. Solche Blättchen, die hier auf der Seite liegen. Da kommt jeden Durchgang ein neues Ziel dazu. Man kriegt auch noch weitere Ziele und diese Ziele sollten erfüllt werden oder können erfüllt werden, sage ich mal. Warum ist es gut, die zu erfüllen? Weil ich baue die dann auch in meine Konsole ein. Da gibt es dann am Spielende auch nochmal ein paar Punkte. Das wäre übrigens auch noch so eine Orientierung, dass ich sage, eigentlich ist das, was hier passiert, ganz so wichtig. Natürlich muss es auch Synergien schaffen. Ich nehme halt mal ein paar Punkte mit, aber ich möchte hier meine Konsole gut ausgebaut haben. Das ist mir beispielsweise schwer gefallen, in der ersten Partie diese Konsole dann ein bisschen im Griff zu haben, weil ich habe ja noch die Einkommen auf der Seite und ich versuche praktisch die Leisten zu befüllen, entweder mit Plättchen oder mit Karten dann. Ganz genau. Und die können dann, wenn sie erfüllt werden, hier eingelegt werden. Dann gibt es Punkte, je nachdem, wo sie liegen. Wie das funktioniert, das erklären wir jetzt nicht. Aber die haben Aufgaben, diese Ziele. Und da gibt es immer auch wieder neue. Da sehen wir hier noch eine ganze Reihe. Und diese Aufgaben zu erfüllen, das ist auf jeden Fall auch ein guter Plan, weil ich damit meine Module sozusagen verbessere. Das heißt, die Aktionen, die ich machen kann, werden einfach besser. Und das ist bei dem Spiel auch entscheidend. Man macht die einzelne Aktion gar nicht so häufig im Spiel. Aber sie einmal mehr, also einmal besser machen zu können, das kann schon entscheidend sein. Also das ist auch immer so ein Abwägen, wie viel baue ich auf und wie oft nutze ich sie überhaupt. Ja, das ist also auf jeden Fall auch eine Orientierung. Dann habe ich eben gesagt, eben man spielt, kann auch hier auf seine eigene Konsole zu spielen. Oder, und das ist eben das Dritte, dafür sind auch die Karten natürlich da, die verschiedenen Bereiche, die können wir eine Richtung vorgeben, dass ich sage, okay, da werde ich jetzt besonders stark oder hier kann ich einen Siegpunktmotor aufbauen oder sowas. Das wäre sozusagen die zweite. Die habe ich ein bisschen vernachlässigt, weil die haben mich dann doch ein bisschen erschlagen, quasi in der ersten Partie, weil ich gedacht habe, ich weiß nicht, also wow, das muss man erstmal verstehen und umsetzen, aber man muss ja auch nicht direkt so drauf spielen, das ist immer wieder beim ersten Thema, vielleicht jetzt auch bei meinem weiteren Spiel, dass man einfach sagt, man kann es auch ein bisschen ignorieren, aber die Kombis, die machen es aus und ich glaube, der Viktor, der hat immer so eine riesen Auslage an Karten und bei der nutzt zu stark und dadurch kommst du natürlich stärker voran. Ja, also das kann sehr gut zum Erfolg führen und da auch nicht erschrecken, also das ist nicht wie bei anderen Kartenspielen, Archinova oder so, oder Terraforming Mars, wo ich zwar auch viele Karten habe, die aber relativ schnell auch im Spiel durchspiele, die kommen ja ganz viel ins Spiel. Hier spiele ich manchmal nur 3-4 Karten aus in meine Konsole ein und habe dann eben hier mehr agiert. Oder es sind mehr. Und
Ihr seht hier schon, es sind einige Stapel. Das macht das Spiel natürlich auch super variabel, weil wir wirklich ganz viele Karten hier reingebaut haben, ganz viele Ideen mit reingebaut haben. Und wenn jetzt manche sagen, oh, wie nochmal dieses technisch und eher zurück und wenig immersiv, da steckt viel drin, wenn man sich mal die Mühe macht, irgendwann im 17. Spiel dann auch mal die anderen Sachen anzugucken, weil man nicht mehr so überfordert ist, in Anführungszeichen, dann sieht man auch, dass das die Rohstoffe, die benötigt werden, mit dem zusammenpassen, was da letztendlich gemacht wird oder welche Eigenschaften ich brauche, um eine bestimmte Politikform sozusagen einzuführen und sowas. Also das sind auch Querbezüge thematisch und das macht das Spiel auch nochmal die eigene Zivilisation besonders. Mhm. Genau. Und dann gibt es noch so einen weiteren Zweig, wo man als Einsteiger drauf spielen kann, das Entdecken. Das sind ihr ja die seht Plättchen hier, verdeckt, genau, diese Plättchen, dass man einfach sagt, okay, ich wandere jetzt mal hier schön in der Gegend rum und entdecke, da kann man ordentlich Punkte generieren. Und dann anhand dieser Orte, die da auftauchen, dann mein Spiel daran anlegen. Da gibt es zum Beispiel die mystische Eiche. Wenn ich da vertreten bin, kriege ich viele Punkte. Oder das Tal der Pilze, der Riesenpilze. Da gibt es dann besondere Nahrung. Damit kann ich dann wieder meine Leute besser ernähren. Genau, ernähren muss man sie nämlich auch noch. Dann das ist Wahnsinn schon. Also, aber es gehört dazu, klar, in dem Spiel. In so einer Zivilisation. Man will die ja nicht alle geschwächt haben. Und dann gibt es eben diese Baugründe und damit kann ich dann nach und nach diese Siedlungen ins Spiel bringen. Mit den Siedlungen habe ich dann mehr Einkommen, mit diesem Einkommen habe ich wieder einen Spielfortschritt. Also das ist dann auch noch so ein Zweig, dass ich mich aufs Bauen konzentriere. Um bauen zu können, muss ich aber die Baugründe entdeckt haben. Ja. Und das heißt, mit meinem Würfel steuere ich das und was wir jetzt insbesondere erklärt haben, war dieser Abschnitt. Mhm. Das ist nämlich die Aktionsphase, das ist das Kern des Spiels, um jetzt wieder drauf zurückkommen. Das heißt, die Möglichkeiten habe ich und begonnen wird es quasi mit Ereignissen. Das heißt, ihr führt das Schritt für Schritt aus und dann geht quasi der Marker immer weiter und ihr führt drei um eine eurer Aktionen. Wunschaktionen aus. Genau. Und die Aktionen, das sind eigentlich Mikroaktionen. Deswegen geht der Spielzug als solches auch relativ lang. Also es ist natürlich auch so eine Wellenbewegung. Wenn ich neu gewürfelt habe, muss ich natürlich länger drüber nachdenken, wie ich dann meine Aktionen abhandle. Aber dann gibt es irgendwann einen Plan und dann mache ich das auch. Und was vielleicht auch noch ein Aspekt ist, jetzt nicht für Einsteiger, sondern insgesamt, also es gibt genug Möglichkeiten, auch die Wahrscheinlichkeiten zu verbessern. Wir haben hier diese Schicksalswürfel, das kommt häufiger mal vor, dass ich dann würfeln muss. Zum Beispiel zum Jagen muss ich in der Landschaft halt gucken, was ich dann auch fangen kann. Und ich kann mir aber mehr von diesen Schicksalswürfeln holen, weil ich damit die Wahrscheinlichkeit verbessere, eben zu treffen. Dann kann ich auf der Leiste da hinten nach vorne gehen, um dort auch nochmal Wahrscheinlichkeiten zu verbessern. Die ist dann wieder gekoppelt mit Statuen, die ich bauen kann. Wenn ich dann, da kriege ich dann laufende Punkte dafür. Das heißt, wenn ich darauf kann ich auch spielen, auf die Statuen, um da eben sowas aufzubauen. Und so gibt es da viele Verzweigungen. Man kann sich auch weitere Würfel für die eigenen Module holen, weiße. Man hat zwar dadurch nicht mehr Aktionen, aber wieder mehr Flexibilität, weil man doch ein breiteres Spektrum hat am Würfeln. Also der Mechanismus als solcher ist so getaktet, dass eigentlich alle immer gleich viel machen. Wobei natürlich so ein Reset-Zug gibt es auch immer zwischendrin. Mhm. Der kommt seltener vor, wenn ich mehrere Würfel habe. Aber das bedingt sich auch gegenseitig und das war auch viel, viel Arbeitszeit, bis wir das in dem richtigen Rhythmus auch hingekriegt haben, sodass man sich nicht zu schnell abgeschnitten fühlt an Aktionen, aber auch nicht endlos sich das ausweitet. Und deswegen, also das war nicht gelogen, man kann das Spiel zu viert in 2-2,5 Stunden auch wirklich gut spielen, ja. Ich denke, das als Überblick. Mal schauen, ob ich jetzt euch gleich im Anschluss noch ganz kurze Sequenzen einblende, weil wir spielen das gleich zu dritt, dass ich einfach euch immer nur diesen Zeitding nehme, dass man sagt, hey, jetzt haben wir das gemacht, jetzt das gemacht. Mal schauen, ob ich das jetzt noch gleich im Anschluss dann einblende, damit ihr da nochmal einen Blick habt. Aber das sollte jetzt erstmal als Überblick, sonst sprengen wir jetzt den Rahmen. Ja, hier. Man muss einfach beginnen und ich denke vielleicht aufgrund der Ereignisse, mir waren noch ein paar Dinge jetzt noch hier klar machen und anpassen, blende ich euch das ein. Ansonsten gibt es eine kleine
kleine Übersicht. Auf der steht wirklich alles da. Also ich nehme euch jetzt wirklich die Angst. Ich habe jetzt die, wir haben die jetzt damals gar nicht gehabt, die Übersicht, die gab es noch nicht. Da könnt ihr nachschauen, aber wirklich agiert. Ich habe mich auf aufs Jagen konzentriert. Ich habe immer gejagt, habe gedacht, komm, mit einem Würfel haut's hin. Habe aber die Würfelzahl oftmals nicht hinbekommen. Aber probiert's einfach. Spielt drauf los, erste Partie. Und wie gesagt, das als kleiner Überblick. Ich denke mal, das meiste. Wir werden euch einblenden und dann schauen wir einfach mal, wie es dann weitergeht. Aber das denke ich mal als erster Einblick. Also ganz kurz sage ich noch, also wir haben zum Beispiel noch Wetter mit drin, worauf man reagieren kann. Es gibt jede Runde ein Ereignis, auf das man reagieren kann. Wir haben hier, das haben wir noch gar nicht genannt, 18 verschiedene Rohstoffe, die man sozusagen hat. Das wollte ich extra nennen. Ja, aber man kann so eine Art Reichtum auch anhäufen im Sinne von, ich hole mir sehr viel Rohstoffe, kann die dann verkaufen, Geld produzieren, mit dem Geld kann ich Aktionen triggern und so. Also wir haben jetzt schon viel erzählt, es steckt aber noch mehr drin und daher kommt sozusagen diese Breite auch her. Und in meinen Augen, und mir geht es jetzt bei wenigen eigenen Spielen auch so, aber bei dem auch wieder so, ich setze mich da dran und entdecke jedes Mal noch was Neues und denke, oh, die Karte hatte ich jetzt auch erst einmal sozusagen in meinen Tests und wie spielt die sich eigentlich und so weiter. Und da hat man auch wirklich was. Okay. Ich denke, das als kleiner Einblick. Je nachdem gibt es gleich einen Cut. Dann blende ich ein paar Sequenzen noch ein, wo wir hier spielen. Zumindest am Anfang. Später macht es dann wenig Sinn, dass ihr auch einen kleinen Rhythmus bekommt. Aber wie gesagt, fangt an zu spielen. Wählt einfach die diversen Aktionen aus. Orientiert euch hier ein bisschen in der Leiste. Daran werde ich es ein bisschen gleich zeigen. Und ja, damit sage ich erstmal danke dir für das Interview, für den Eindruck. Wir haben unsere Karten schon auf der Hand. Ich habe nämlich alles mit der 2. Ich habe mir nämlich auch schon meine Startressourcen genommen. Das haben wir beim Stefan auch gemacht. Haben extra geguckt, dass er keine eine schlechte Startkarte hat. Nein, er ist alles ausgeglichen. Das weiß ich. Wir haben also uns alles schon platziert hier. Wir haben die Würfel, wir haben die Einkommensbereich hier schon drunter. Wir haben die Plättchen, Startplättchen. Und die kann ich dann quasi wegmachen. Die Startmarker, die brauche ich jetzt nicht mehr. Und jetzt habe ich quasi noch meine Karten auf der Hand. Die haben alle die gleiche Zahl, weil wir das mit dem Startdeck dann spielen. Die anderen Karten liegen hier auf der Seite. Ja, und jetzt sage ich danke dir und euch viel Spaß. Wobei, eine Anmerkung hast du noch, Stefan? Ja, gerne. Es tut mir leid, noch zwei sogar. Also eine Sache möchte ich noch gerne sagen. Gerne, klar. Es ist nicht aggressiv. Das ist was, was ich eigentlich, außer bei diesem, wir haben es vorhin gesagt, bei diesem Kampfspiel, wo dann wirklich auch ein Kampfspiel ist. Es gibt hier einen Verdrängungsmechanismus, es ist aber nicht so, dass ich um diese Gebiete kämpfe. Also es gibt keinen Kampf, absichtlich nicht. Es gibt ein paar interaktive Karten, aber relativ wenig. Das ist mir noch wichtig zu sagen. Also da braucht man nicht abgeschreckt sein. Und das andere ist nochmal die Solo-Variante. Du hast kurz was gesagt. Ich selbst bin kein Solo-Spieler, aber... Okay, gerne. Ja, ja, Viktor hat da einen tollen Automa entwickelt. Ich sage deswegen toll, weil er nämlich relativ unaufwendig funktioniert. Also man hat einen Kartenstapel und dann macht der Automa was. Aber die Dinge, die gemacht werden, die sind jetzt nicht hochkomplex, sondern das kann man ganz schnell abhandeln und dann darf ich sofort wieder meinen nächsten Zug machen. Das heißt... da bin ich im Spiel sehr gut drin und es ist auch herausfordernd. Okay, ein paar Bilder blende ich ein, was jetzt die Solo-Variante angeht. Guter Hinweis nochmal von dir. Ansonsten steigen wir ein. Es gibt jetzt gleich noch ein paar Sequenzen. Kurz einfach, dass er einen Einblick bekommt, dass wir ein bisschen ranführen an die Partie, weil ich habe jetzt auch richtig Lust zu beginnen. Und danke dir auf jeden Fall. Euch eine gute Zeit. Jetzt gibt es einen Schnitt und mit den weiteren Sequenzen wünsche ich wir euch viel Spaß und bis bald mal wieder und ja, viel Spaß mit Zivolution. Bis denn. Ciao. Ich sag auch danke. Tschüss.